Hallo zur Online-One-Word-Session Nummer 2 als Online-One-Word 33. Ja, willkommen Freunde der Musik aus den verschiedensten Kulturkreisen, die es auf unserer Erde gibt, die Interesse haben an der Vermischung von Kulturen, ohne dass die kulturellen Hintergründe, die Wurzeln der Musiker nicht vollkommen dabei draufgehen, dass also jeder etwas aus seiner Kultur mit hineinbringt in den Topf, in den Multikulti-Topf, aus dem dann ja, neue Pflanzen sprießen und interessante Ergebnisse hervorbringen. Ja, der zweite Teil diese Sendung heute, der erste Teil war letzten Mittwoch. Die normale One-Word-Session in der Lagerhalle Osnabrück kann ja nicht stattfinden aufgrund der Corona-Epidemie. Und viele Musiker haben sich zu Hause hingesetzt, ihre Computer angeschmissen, etwas eingespielt und andere haben etwas dazugespielt. Was auf diese Art und Weise entstanden ist, haben wir auch diesmal wieder in dieser Sendung. Aber auch natürlich andere Sachen und auch Dinge, die in alten One-Word-Sessions aufgenommen worden sind oder bei anderen Gelegenheiten. Ja, als erstes haben wir ein Stück von einer Hannoveraner Band. Wer aufmerksam zuschaut und letztes Mal auch aufmerksam zugeschaut hat, wird zwei Menschen erkennen, die auch letztes Mal in einer anderen Band dabei waren. Es spielt also als erstes die Band Mariposa, das Stück Feira de Mongaio. Und anschließend kommt Tobias Bülow, ein Musiker aus dem Ruhrgebiet. Ich würde mal sagen, Multi-Instrumentalist. Ich habe ihn in Thailand kennengelernt. Da hat er Bansuri gespielt. Ich habe Percussion dazu gemacht. So ist das mit Musikern. Man lernt sich irgendwo auf der Welt kennen, befreundet sich und hat dann immer noch wieder Kontakt, besucht sich gelegentlich, macht zusammen Musik, tauscht etwas aus. Er ist auch als Opener geplant, genau wie die Band Mariposa, die eigentlich, ich weiß nicht, ob sie, nee, nächstes Mal hätte sie wahrscheinlich gespielt. Wir werden sehen, wann wir sie in Osnabrück auf der Bühne sehen können. Ja, ich wünsche euch Spaß mit den ersten beiden Stücken.